Unser Sektor wird von 3 Brunnen versorgt. Davary und Nissinje sind noch vermint, aber der dritte ist funktionstüchtig und hat genügend Kapazität, um die umliegenden Dörfer zu versorgen. Entschuldigen Sie, Sir? Negativ, der dritte Brunnen funktioniert nicht. Irgendwer hat eine Leiche reingeworfen, um das Wasser zu verseuchen. Die Minen haben für uns Vorrang. Na gut, dann entfernen Sie die Minen aus den beiden anderen. Würden Sie uns sagen, wer Sie sind? Sophie Richard. Water and Sanitation. Aid Across Borders. Meinen Berichten zufolge ist dieser Brunnen sauber. Gut, aber meiner Nase zufolge ist in dem Brunnen eine verwesende Leiche. Und die muss rausgeholt werden, damit wir das Wasser reinigen können. Filme zum Thema Krieg gibt es viele, aber nur sehr wenige von dieser Eindringlichkeit und Qualität. Es wird kaum geschossen, es gibt auch keine Schuldzuweisungen. Denn schuldig allein ist wie immer und überall ohnehin dieser unsägliche Nationalismus. Komm schon, Stinker. Halt durch, du schaffst das. Irgendwo in den verwundeten Regionen des Bosnienkrieges arbeiten Mitarbeiter einer kleinen UNO-Hilfsorganisation, die sich selbst die Klempner des Krieges nennen und die dort überlebenswichtige Probleme lösen müssen. Für sie wird dieses Seil zu einem Problem. Das Seil ist so etwas wie ein Symbol, aber wie nur in ganz großen Kunstwerken geht dieses Symbol voll in der Wirklichkeit auf. Seil, Damir, Seil. Es muss schnellstens ein neues Seil organisiert werden. Die Suche führt uns in verzwickte Situationen und bringt ebenso beängstigende Momente wie überraschende Einblicke. Da ist was jemand mit Wasser ist, Bunar. Da muss ich mal Wodda da aufschüttet. Nee, Mann, Konuks. Ach, sogar Bats, Bunar, immer weil da nicht hier raus, noch sicher noch nie ein Bioslaten. Wo ist das Problem? Es gibt kein Seil. Was heißt, es gibt kein Seil? Hier ist jede Menge. Ich fasse es doch gerade an. Da, weißt du, Bruder, Molinta, jetzt drüber oder nicht hier herum. Bitte die Ware nicht anfassen, sagt er. Er hat gefragt, warum wir Seil brauchen. Also habe ich ihm erklärt. Und er sagte mir, wenn jemand Mann in Brunnen wirft, dann war er bestimmt kein Heiliger. Und es ist besser, ihn dort zu lassen. Niemals Tote anfassen, sagt er. Kolikopara, wie viel? Wie viel? Kaži drugu da ovdje mi sami rješavamo naše probleme. Sagt sie, brauchen Seil zum Leute aufhängen. Ist das deine Freundin? Was? Mach nicht solche Witze. Komm, steig ein. Ciao. Du weißt, dass du keine Zivilisten in Konfliktgebiete transportieren darfst, oder? Wer sagt, dass wir ihn transportieren? Wir halten ihn aus Schwierigkeiten raus. Ah, natürlich. Manche Dinge ändern sich nie. So lange ist es noch nicht her. Ach nicht? Wie lange? 2 Jahre? 1,5. Erst? Mhm. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, sahst du anders aus. Klar, ich bin angezogen. Stimmt, ja, du bist angezogen. So ein Film braucht eine brillante Besetzung bis in die kleinsten Rollen. Vor allem wird er von 2 überragenden Darstellern getragen. Das ist das Haus von dem Jungen. Er sagt, es gibt ein langes Seil da irgendwo. Tim Robbins und Benicio del Toro. Scheiße, wo hast du die denn her? Models ohne Grenzen? Nicola, hallo, ich bin Katja. Das ist Katja. Katja? Die Katja? Katja, Katja? Ja. Wieso ist sie hier, um dich zu sehen? Sie kriegt nicht genug von mir. Sie können ihren riskanten, humanen Job nicht ohne ein einschlägiges Maß an Zynismus und schwarzen Humor durchstehen. Er ist angebunden. Seil. Das Seil meinst du? Das Seil für uns? Nicola, nicht lügen. Nicola, nicht lügen. Nicola aber auch nicht gesagt, dass Seil an Hund festgebunden ist. Ich zeige dir Seil und Seil da. Der Junge hat recht. Das Seil ist da. Und es ist perfekt. Es ist nicht perfekt. Perfekt wäre es, wenn kein Hund dran wäre. Seil da und dein Problem. Nicht von Nicola. Nicola, kleiner Junge. Nicola, kleiner Junge. Du hier bist zu helfen, ja? Jetzt zu helfen. Hast du gehört, Mambru? Du bist dran. Du bist hier der Sicherheitsexperte. Ganz genau. Wir brauchen das Seil.
Danke, Sophie. Ich weiß, dass wir das Seil brauchen, aber wir brauchen auch unsere Hände. Soll der Junge es holen? Tolle Idee, Katja. Tolle Idee. Lass mich reden. Sag kein Wort. Wirst schon sehen. Wir, Pomoc, Hilfsorganisation. Wir haben ein Problem, großes Problem. Wir brauchen Seil. Haben Sie Seile? Diese Suche nach dem Seil führt über Minenfelder, vorbei an schießwütigen Warlords und wird behindert von unvorhersehbaren Kalamitäten wie von bürokratischen UNO-Beamten. Da ist eine Leiche. Eine Leiche. Abgekratzt in einem Brunnen. Und wir müssen die rausholen. Also brauchen wir Seil. Damit die Leute das Wasser trinken können. Verstehen Sie? Wasser? Kein Wasser hier. Leider Krieg. Soll ich? Ja. Brate, treba nam konopac da izvučemo mrtvaca iz bunara. Šta ti ja tu mogu pomoći? Više sam ja ovde postavljen, samo pratim nared. Ajde, molim te, pokaži ako ima. Ej, ej! Konopac! Leihen Sie mir das hier. 2 Stunden. Nein, nein, nein. Nicht möglich. Nicht möglich. Nein, nein, nicht die Flagge. Nur das Seil. Ist mein Land. Sie nehmen Seil, Flagge runter. Es ist Krieg. Flagge runter, nicht möglich. Wissen wir. Wir wissen, es ist Krieg. Nur das Seil wollen wir. Flagge runter. Wir uns ergeben. Und ich kaputt. Die Pum, 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 mich. Verstehen? Es ist Krieg.